I hope so. So stelle ich mir so ungefähr vor, dass ich oben dann auch genug Platz habe, um hier oben was machen zu können. Ich mag es echt, ehrlich gesagt, zwei Etagen zu haben. Das finde ich immer sehr angenehm. Ja, ich glaube, das könnte man so machen. Ich muss noch genau nochmal so ein paar Frame Corner Teile. Ich habe aber leider keine. Ich habe leider so wenig. Ich habe leider wenig bis gar keine Ziegel. Ich weiß gar nicht, wachsen die überhaupt? Okay, die wachsen. Umutbäume wachsen ganzjährig. Das ist super. Pflanze ich die mal hier hinten alle an. So. Die Twigs können weg. Den kann man eh nichts anfangen. Der Teedinger brauche ich auch nicht. Fichten wachsen sowieso auch immer ganzjährig, das ist immer ganz toll. Das ist sowieso auch noch was. Genau, das hier so. Und hier so. Oben drauf. Genau, und hier würde ich dann nochmal solche sowas hinklatschen. So. So wie hier. Dann würde ich das hier einfach nochmal komplett abreißen. Und das dann nochmal neu nach oben bauen. Ich dann. Hier das wegmache. Und dann hier anfange. Dann sollte das ja eigentlich gut funktionieren, oder nicht? Nicht so. Ich mag dieses automatische Drehen der Treppen so gar nicht. Hier. Genau. Warte ich dir das immer ab. Eins zu früh weg. So. Und dann natürlich. Da ist noch so eins. Dann nicht. Also muss ich das testen, ich die Lampe jetzt nehmen. Kann ich den da drunter platzieren? Okay, kann ich. Das geht also. Na ja, gut, dann wäre es ja. Kann ich das ja so machen. Ohne das Teil hier vorne. Na, ja, weil dann geht's. Dann sieht es von der Seite nicht mehr so kacke aus. Das kann. Nee, das geht nicht. Das kann ich so nicht. Das geht auch nicht. Nee, dann lasse ich es so, wie es hier ist. Das ist dann ganz. Ja, das geht dann ganz gut. Dann würde ich, das von der Seite auch noch machen. Soll das aber, glaube ich, auch noch mal eins breiter gemacht werden, oder nicht? Also meines Erachtens nach sollte das ja auch nochmal weiter gemacht werden.
So, will ich das ja auch nochmal wegboxen. So. Und hier. Ja, würde ich das hier von der Bahn nochmal komplett wegmachen und das nochmal neu bauen. Was hat er dann sowieso keinen Platz? Die alles nochmal eins nach vorne verschoben, glaube ich. Ich würde das, glaube ich, erst von der anderen Seite machen, statt von hier direkt. Ich reiße aber das gesamte Ding ja nochmal komplett weg. Weg damit. Und das hier auch nochmal weg. Das brauche ich ja nicht. Sehe schon, ich habe jetzt viel mehr Platz hier oben. Das finde ich sehr, sehr gut. Willst du mich verarschen? Jetzt schneit es aber schon wieder. Das will einen doch echt verarschen, das Teil. Das hatte ich hier direkt auch am Rand dran. Nee, aber nicht so niedrig. Das hatte ich ein Ding höher. Bin ja, glaube ich, hier an, ne? 1, 2, 3, 3 Blöcke. Ja, genau. So. Also ich glaube, ich werde ja sehr viel Spaß haben mit dem Bauen. Ich bin sowieso so ein Typ, der gern baut. Und weniger Kunden geht, sondern mehr Häuser baut. Ich glaube, da werde ich sehr, 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 sehr viel Spaß dran haben. Mit den neuen Bausachen hier könnte das halt sehr, sehr geil werden. Also wir haben ja auch privat Minecraft gespielt, da ich hatte auch so ein paar, ja, das war das angeguckt, wenn man so richtig gute Sachen baut. Gerade so mit diesen Dingern hier. Ja, das sind einfach übernommen. Man sieht, hat es richtig gut funktioniert. Das ist immer ganz geil. Genau, das sollte ich nicht so haben. Es wäre cool, wenn da noch Schnee drauf liegen könnte, aber leider nein. Leider wird einem das nicht gegönnt. Schade, ey. Jetzt fehlt mir noch eine Reihe dafür. Eine einzige Reihe fehlt mir. Um das hier dicht zu machen. Gönn doch einmal was, Spiel. Gönn doch einmal was. Game gönnt nicht. Oder könnte ich das dann trotzdem... Nee, kann ich nicht. Wobei, doch, da habe ich auch eine sehr gute Idee für das Dach tatsächlich. Muss bloß irgendwie aufs Dach kommen. Oder nicht, Kollege. Aber so. Ich könnte
will ja nicht, dass es so oben aussieht. Mit dem hier könnte ich das genau hier oben anschließen. Das hier mit so einer Slab-Dings machen. So eine Slab-Frame-Block. Das dann auch noch zu Ziegel machen. Und hier diesen normalen Balken drin lassen, oder? Ich weiß nicht, ob das gut aussehen würde, wenn hier so ein Ziegelding ist. Ich weiß es nicht. Ich würde es nicht machen. Das sieht dann von innen ein bisschen blöd aus. Nee, ich glaube, ich würde es nicht machen, tatsächlich. Ich würde es, glaube ich, so lassen, wie es jetzt ausschaut. Ich glaube, sonst sieht das ein bisschen ja, zu komisch aus irgendwie. Und die finde ich jetzt dann glaube gar nicht. Framed Slope. Lope. Crafte ich die dann nochmal? R-Rezept. Ah, aus diesen Würfeln, die habe ich dir nochmal gemacht. Ah, Holz und Sticks. Ja, gut. Dann würde ich die mal nochmal ein bisschen craften. Sticks. So. Nein. Ach Gott. So, was mit die 4? Zack, 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 zack. So, dann nutzen wir restliches Fichtenholz noch dafür. Aber ich glaube, so will ich gar nicht craften. Vier Stücke habe ich gar nicht. Ja, sag ich doch. Was ist die Bär drin? Gott. So. Natürlich geht es an einem Stock wieder aus. So typisch. Keine Ahnung, ob das reicht. Ja, ich sehe, ob das reicht. Komplett reicht es jetzt leider nicht mehr. Ist ja auch egal. Trotzdem reichen. Ja, sollte trotzdem komplett hochreichen. So. Wir sind noch komplett dicht und dann sollte da echt nichts mehr durchkommen. Und Schnee. Außer die Dinger sind durchgängig. Nee, sind sie nicht. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Ich könnte ja aber auch an sich. Ich weiß nicht, ob es gut aussieht, wenn ich hier so mache. Warte mal. 2, 3, 4, 5, 6, 9. Schlecht. Also ich mach diesen hier, dann habe ich hier 3. Boah, ich glaube, das sieht geil aus von außen, oder? Boah,
Oh, ich glaube, das könnte halt richtig. Oh, ich glaube, das sieht geil aus. Lol, da sehen wir eine ganz komische Gleis. Siehst du dahinter? Die ist, glaube ich, überall, oder? Nein, ist so dicht tatsächlich. Geht das mit Glas einfach nicht so wirklich, ne? Ich weiß nicht, warum die hier ist. Das sieht halt schon. Das sieht schon sehr, sehr geil aus. Ich würde das hier tatsächlich auch machen. So. Dann glaube ich die drei hier, ne? Genau. Hund. Sieht immer ein bisschen weird aus, wenn hinten immer diese Glasdinger ist, ne? Klar, sie ist hier jetzt zwar nicht drauf. So aus, ich stehe hier dann schon, aber an sich sieht man das echt kaum. Ach, sieht geil aus. Sieht ehrlich richtig geil aus. Oh, wenn ich das hier noch so zusetze. Ich würde erstmal die Seite ja fertig machen, komplett. Na ja, gut, kann ich nicht. Na, ich glaube, das sieht mit den Scheiben halt richtig gut aus. Hier Dachfenster, ich finde das ja sowas von geil. Hier Dachfenster finde ich ja sowas von. Ich weiß, kann ich auch Scheiben reinsetzen? Ne, Scheiben gehen nicht. Okay, ich habe mich auch gewundert. Hätte mich ehrlich gesagt gefunden, wenn ich das hätte machen können. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, was brauche ich denn für Ziegel? Ziegel. Ach genau. Ziegel und dann Lehm. Genau. Ich habe sowas in der Art wird mir aber glaube nicht vergönnt. Ich habe ja immer mal Platz in Kisten oder sowas. Jetzt machen wir so den hier. Wir haben ja. Ne, wir haben keine andersfarbigen Kisten tatsächlich. Sehr live. Würde ich ja das Zeug hier mal reinpacken. Achso, das würde ich mitnehmen. Ja. Klar, dass das so ein komisches Vieh ist. Gott, diese Dreckscreeper immer. Disclose somebody else claim. Bitte. Ja. Kannst dich schaffen, du fühlst dich zu beobachtet. Dich auch zu beobachtet, ey. Ich finde das nicht cool, dass ich da nichts darf. In dem seiner Nähe. Finde ich richtig reulig. Immer darf ich essen bei dem in der Nähe. Scheiß, Alter. Na, guck mal, ob wir irgendwo Lehm finden. Oh. Ist das Lehm? Nee, das ist ein Salzblock.
Don't get left behind on the road.